Herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zwar zu einem kleinen Update zu meiner Yuko. Und zwar am Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier drehe, sind 3 Wochen vergangen, seit sie bei mir lebt. Und ich möchte jetzt einfach allgemein so ein bisschen Update geben, wie hat sich vielleicht einerseits, ja, wie hat sie sich eingewöhnt, wie hat sich ihr Verhalten verändert, ist sie jetzt zahm geworden und auch so ein bisschen, was sich im Gehege verändert hat. Und ja, das möchte ich in diesem Video hier erzählen. Also ich werde sie noch filmen und währenddessen labern und halt noch ein paar Sachen zeigen. Ich wollte eigentlich eine Art Videoreihe machen, wo ich, das habe ich auch mal angekündigt, dass ich das eventuell mache. Und da habe ich auch, die habe ich eigentlich auch begonnen, also eigentlich auch gedreht. Also da wollte ich eigentlich alle paar Tage oder auch jeden Tag, seitdem sie eingezogen ist, ein paar Updates drehen, was sich so verändert hat, was, ja, einfach wie sich das alles entwickelt hat mit ihr, ihr Verhalten und auch die Zähmung. Und ja, ich bin jetzt aber zum Entschluss gekommen, ich werde diese ganzen Aufnahmen löschen, die ich gemacht habe. Einfach weil es wirklich so viel ist und wirklich über 1,5 Stunden habe ich da im Ganzen jetzt gefilmt, weil immer ein bisschen jeden Tag filmen gibt dann halt viel Material und es wird einfach dann mehrere Videos geben, das ist ja klar, wenn es eine Videoreihe sein soll, aber die werden dann auch mega lange und ich weiß nicht, und bis ich dann mal das alles hochgeladen habe, ist sie dann schon mega lang bei mir und dann stimmt, sind die Sachen noch gar nicht mehr aktuell und ich habe jetzt auch keine Lust, das alles zu ordnen, weil ich muss dann auch viel rausschneiden, wenn ich so viel Material habe und dann kommen ja gar keine anderen Videos mehr als diese komischen Updates, deshalb ja, ich habe da eigentlich, bin zwar mehr ins Detail gegangen, ein paar Sachen, die vielleicht wichtig wären wichtig zu erwähnen wären, sage ich jetzt halt nicht in diesem Video und auch sonst nicht, aber ich dann denke, so ein allgemeines Update ist ja nicht schlecht. Also erstmal, vielleicht wenn jemand gerade das Einzugsvideo gesehen hat, merkt die Person, sie hat sich ganz schön verändert in der Fellfarbe. Also ich habe wirklich das Gefühl, man merkt täglich Ja, jetzt ist sie weg. Man merkt täglich Unterschiede, was ihr Fell angeht. Und immer so ein paar Stellen an. Zuerst waren es bei ihren Backentaschen so 2 Flecken, die grau wurden. Und dann hat der Rücken und jetzt merke ich es gerade momentan ziemlich an der am Köpfchen vorne. Und ja, das ist halt ja irgendwie süß und man merkt so schnell. Und es wird natürlich auch noch grauer werden, aber ja, das ist halt das Winterfell, was sie ablegt. Und ja, ich muss sagen, sie hat sich eigentlich ziemlich gut eingewöhnt hier. Ja, ich weiß ja nicht mehr alles im Detail, was da so abgelaufen ist. Ich habe dann irgendwann halt ihr Futter verstreut, das versucht, also, damit sie halt ein bisschen mehr Beschäftigung hat. Und ja, jetzt merkt man auch, ich verstreue das Futter täglich, sie sucht es auch zusammen. Und ja, vielleicht kann man schon sagen, kommt sie. Ich habe ungefähr, ja, knapp eine Woche, nachdem sie eingezogen ist, ja, begonnen, meine Hand so ein bisschen reinzustrecken und so. Und ich muss sagen, anfangs war sie ziemlich vorsichtig. Wirklich, aber dann plötzlich, also wirklich so den ersten Tag war sie ziemlich vorsichtig. Und danach, ja, war sie irgendwie zahm. Also nicht extrem zahm. Muss sagen, sie kommt manchmal freiwillig auf die Hand. Wenn Futter ist, kommt sie eigentlich die meiste Zeit auf die Hand. Weil halt dann, so eine Hand ist halt nicht für jeden Hamster interessant, weil die macht halt nichts. Also wenn er halt weiß, da gibt es Futter, aber ja. Könntest du vielleicht demonstrieren? Also ja, doch nicht. Also eben, sie kommt, wenn sie jetzt keine, ne, hier ist halt das Futter versteckt, sie ist halt jetzt, also, macht euch sie weg. Jetzt ist sie halt abgelenkt durch das Gras oder auch durch das Futter, was verstreut ist. Also dann kommt sie vielleicht weniger auf die Hand. Aber sonst, wenn nichts ist, ja, freiwillig eigentlich schon. Wenn Futter drauf ist, dann eher. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie zahmer kriege, weil Angst hat sie auf jeden Fall nicht mehr. Und wirklich auch von fast dem ersten Tag. Am Anfang ziemlich vorsichtig, aber wirklich schnell, dass sie auf die Hand kam. Ja, jetzt ist halt anderes Zeug interessanter, ne? Also manchmal kommt sie wirklich auch einfach so und hat Bock. Aber jetzt nicht, weil jetzt erstens Vorführeffekt und zweitens das Futter ist hier. Was kann man sonst noch sagen? Ich weiß gar nicht. Wachphasen, bisschen später ist in der Pflegestelle. Es kommt ein bisschen drauf an bei ihr. Also manchmal kommt sie schon früher raus, wenn ich das Futter verstreue. Manchmal, also heute ist sie nicht gekommen, als ich das Futter verstreut habe. Aber sonst würde ich so sagen, zwischen 20 Uhr und 21 Uhr kommt sie raus. Und dann, ja,
frisst so ein bisschen Futter und alles. Dann ist halt für eine kurze Zeit auch eher ruhig und in der Nacht ist sie halt. Ich schlafe halt in der Nacht. Ich weiß nicht genau, was sie macht, aber im Normalfall ist sie, also der Höhe ist sie sehr häufig auf jeden Fall. Also sonst würde ich sagen, so 20 Uhr bis 21 Uhr kommt sie so raus, ist das erste Mal aktiv, dann chillt sie so ein bisschen und später ist sie dann wieder aktiver. Sie ist auch sehr gerne jeweils so, so, zeig dich. Nein, du gehst jetzt runter, ja. Sie ist auch, jetzt hat sie sich wieder. Sie ist auch sehr gerne manchmal so, vor allem halt, wenn sie so, da macht sie so ein Nickerchen hier in diesem Häuschen, da ist ein Eingang noch, und da frisst sie noch sehr gerne Körner, wenn sie alles zusammengesammelt hat. Das ist auf jeden Fall sehr süß. Ja, und so, ich muss sagen, tagsüber ist sie, manchmal kommt sie, aber ich würde sagen, Wisti war tagsüber häufig aktiv, aber sie kommt auf jeden Fall auch manchmal, aber eigentlich seltener. Schau mal, das ist ein guter Vorführeffekt. Einfach so auf die Hand. Und bei ihr muss ich sagen, ist es ein bisschen komisch. Anfangs hat sie ziemlich an mir geknabbert. Aber das war nicht wirklich ein Beißen. Sie hat wirklich ziemlich geknabbert so, aber weil sie mich kennenlernen wollte. Dann irgendwann, ne, war ich halt auf der Hand. Und jetzt in letzter Zeit, manchmal beißt sie wieder. Also sie ist ein bisschen, sie weiß nicht recht, was sie soll. Ich muss natürlich auch schauen, wie der Geruch meiner Hände ist. Jetzt habe ich ziemlich einen Geruch wahrscheinlich, weil ich schwitze ein bisschen. Aber ja, ich weiß nicht. Manchmal denkt sie sich, ich beiße, aber irgendwie. Aber nur. Also, schon nicht extrem fest, aber ist ein bisschen. Ja. Ist ein bisschen noch. Ich weiß, sie weiß noch nicht recht, was sie soll, so, ne? Ach, ein Popo. Mega süß. Dann kommen wir noch kurz vielleicht zu Schlafplatz. Sie hat sich von Anfang an hier. Ah ja, übrigens, ne? Da war mal. Hier, bis hier war Maisgranulat. Jetzt ist Maisgranulat noch da, aber darüber Streu. Da hat sie alles zugebuddelt, aber das kann sie ja machen, wenn sie das will. Hier ist auf jeden Fall eigentlich so eine Höhle drunter. Dort hat sie sich. Ich kann euch ein Bild einblenden, wie das aussah. Da war ein Eingang, da ist sie reingegangen, so von Anfang an. Also, von Anfang an war sie so. Anfangs war sie wirklich ziemlich häufig hier halt in der Höhle und hat da wahrscheinlich auch geschlafen und so. Manchmal hat sie auch so ein bisschen das Meerkammhäuschen benutzt und ist reingegangen. Da habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie da wirklich aktiv geschlafen ist, hat. Dann hat sie es hier auch. Hier mal so ein Eingang. Irgendwo. Und irgendwo hier ein Gang. Und da hat sie auch, war sie auch ziemlich häufig dann im Schlafen. Und ja, also ich würde sagen, anfangs war es wirklich so ein bisschen hier in diesem Baumstamm, dann hier im Gang und manchmal vielleicht im Mehrkammerhäuschen. Und ja, jetzt momentan, man sieht es hier unten, ist ein Eingang. Sie geht da meistens dann halt rein, wenn sie schlafen gehen will. Und es kann sein, dass sie nach wie vor hier in den Baumstamm geht, weil von da unterirdisch kommt man auch von der Seite in den Baumstamm. Zeigst du es mal? Ja, du zeigst es, ne? Ist gerade perfekt. Ja, ich weiß auch nicht, ne, ob sie jetzt noch da unter der Etage ist oder auch in den Baumstamm geht, weil sie könnte theoretisch weiter am Eingang ist. Und ja, da habe ich übrigens das Laufrad war eigentlich zuerst, weil das ist ja hier so höhenverstellbar. Zuerst war das hier drin einfach auf der allerhöchsten Stufe. Das war dann auch ungefähr so hoch wie hier. Aber sie hat das ziemlich häufig einfach zugebuddelt, dass man es nicht mehr andrehen konnte. Deshalb habe ich hier noch eine Etage gebaut, wo halt das Laufrad draufsteht. Dann kann ich das Laufrad auch besser wegnehmen und ich kann es theoretisch. Na, so viel höher kann man es nicht stellen. Oder bewegt sich wieder was? Schon süß. Oh, wie sie hat die so süß gerade auf das Holz raufgezogen. Ja, deshalb habe ich da noch so eine Etage gemacht. Und das ist halt schon das Blöde. Dieser Baumstamm ist der einzige Ort, wo ich nicht hinkomme. Dieser Baumstamm und die Watchbox, die ist übrigens zugebuddelt, wie man sieht. Fast von Anfang an zugebuddelt. Eine Zeit lang hatte sie hier noch. Ah, das ist auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie das noch benutzt, aber so ein Eingang. Also zwar zugebuddelt, aber so einen kleinen Gang rein. Da ist sie manchmal auch reingegangen am Anfang. Aber ich glaube, da hat sie nichts wirklich was. Da ist sie manchmal einfach so Spaß wahrscheinlich reingegangen. Ja, aber eben. Hier, dieser Baumstamm. Fast die einzige Stelle, wo ich nicht rankomme, wenn sie Pipi macht. Weißt du, hier die Etage, also die Sandbar, die Etage, alles auf einem Gerüst. Ich kann das hochheben, wenn sie drunter irgendwie ein Nest baut.
Außer diesen Baumstamm. Ich hätte nicht gedacht, dass sie im Maiskolben pennt. Ja, das eben, es kann sein, dass sie momentan auch dort irgendwie einen Gang gebuddelt hat, aber da komme ich halt auch nicht runter, wenn sie da hinpinkelt, weil hier ist, das ist nicht ein Gerüst, das ist nur eine normale Etage. Ja, dementsprechend habe ich auch noch keinen Futterbunker von ihr gefunden. Und auch noch fast nie Pipi. Gestern oder vorgestern irgendwann war eine Premiere. Ich habe das erste Mal eine Pinkelecke von ihr gefunden. Und zwar in Mehrkammerhäusern komischerweise, also manchmal geht sie anscheinend auch da rein. Wirklich das erste Mal, dass ich eine Pipi-Ecke gefunden habe. Aber ich habe keine Ahnung, wo sie ihr Futter bunkert und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie welches bunkert, weil ich würde nicht sagen, also, dass sie ja, jetzt dick ist oder so. Sie frisst auch nicht so viel Frischfutter jetzt, wenn ich es mit Wisty vergleiche, und auch sie stürzt sich auch viel weniger auf das Erlebnisfutter. Also das ist jetzt hier zwar alles abgeerntet mittlerweile, das Futter. Dann werde ich ihr später wieder neues reingeben, aber sie hat da immer in einem guten Maß das gefressen. So, Wisty hätte sich auch raufgestürzt und einfach innerhalb von einem Tag alles weggefressen. Aber ja. Das heißt eben, sie frisst nicht extrem viel, aber ich verstreue trotzdem zwei Teelöffel Futter pro Tag und ich glaube nicht, dass sie das alles frisst. Irgendwo muss sie das bunkern. Ich weiß aber nicht wo. Ich habe sogar einmal den Baumstamm hier hochgehoben. Das war wirklich blöd, weil dann war das ganze Streu durcheinander nachher. Aber nicht mal beim Baumstamm war ein Futterbunker. Also müsste irgendwo hier ein Streu drin sein. Aber ich weiß nicht wo. Hier, das frisst sie gar nicht. Das ist ein Spitzwegerich und noch ein paar andere Sachen. Ich hätte wirklich gedacht, dass sie das frisst, weil ich dachte, Spitzwegerich sei beliebt bei Hamstern. Hier die Blüten frisst sie komischerweise lieber als den Spitzwegerich. Ja, manchmal habe ich sie hier so ein bisschen mega süß. Sie saß dann hier drunter und hat so Blüten gefressen. Das ist einfach mega toll. Also Blüten frisst sie teils wirklich. Also das finde ich cool. Und hier die Karpokschote, die hat sie eigentlich, die hat sie erst nach einer Zeit entdeckt. Und seitdem knabbert sie ab und zu dran. Übrigens habe ich sie mal gewogen vor ein paar Tagen und sie hat wirklich nicht zugenommen, also auf jeden Fall gut. Hier mal Pipi-Ecke, hier ist auch ein bisschen feucht, aber nur ganz wenig, da werde ich jetzt nichts wegnehmen. Vielleicht kann ich was zu ihrem Verhalten sagen oder vor allem, wie sie das Gehege nutzt, glaube ich, da könnte ich was sagen. Und zwar, eigentlich benutzt sie wirklich sehr viele Verstecke, also wenn sie halt von ihrem da, ne, Bau zum Etage geht, nutzt sie auch wirklich so. Ich glaube, Wisty, die wäre da einfach, also mein ehemaliger Hamster, die wäre einfach, ja, vielleicht hier durch die Röhre durch, oder? Aber hier wäre die dann einfach mega chillig so außen durchgegangen und dann auf die Etage und dann wäre sie wieder zurück und vielleicht auch hier durch. Aber sie benutzt wirklich mega süß auch diese Röhre, benutzt sie dann teils, dann geht sie auch da extra unten durch und auch durch diese Röhre durch. Und auch hier, diese Röhre benutze ich auch ziemlich häufig. Ich glaube, das interessiert wahrscheinlich gar niemanden, was ich hier laber. Aber entweder, ne, geht sie dann halt hier durch diese Röhre und dann durch die anderen Röhren schön. Oder sie ist halt irgendwie, geht da rein. Das ist auch übrigens mega süß. Dann ist sie hier und hier und zieht sich dann so hier nach drüben durch das Sandbad und geht dann da weiter. Also auf jeden Fall, ja. Sie benutzt wirklich die Tunnel sehr gut. Ja, dafür benutzt sie dieses Häuschen eigentlich praktisch nicht. Und auch dieses Häuschen wird einfach gar nicht benutzt. Also ich glaube, Tunnel sind beliebter bei ihr als Häuschen. Das einzige Häuschen, was sie wirklich benutzt, ist hier eben, weil ich gesagt habe, da chillt sie manchmal so ein bisschen drin. Übrigens hier diese Erdbeere. Da kann sie ja auch gar nicht mehr reingehen. Das hat sie zugebuddelt. Da habe ich dann Sandbad gestellt. Das stand mal hier. Aber weil sie wirklich jetzt anfangs mit dem Laufrad nicht wirklich klarkommen, manchmal ja, klar kam und manchmal rausgefallen ist, hatte ich ein bisschen Angst, wenn da noch was steht. So, das finde ich einfach süß. Die kommt einfach so, weißt du, schnell auf die Hand. Manchmal eben irgendeine komische beißt sie, aber jetzt war sie einfach so, ach die Hand, ach ich gehe ja drauf, ich gehe wieder drunter, also weg davon, runter, so heißt das. Ja, ich verabschiede mich, ich habe jetzt doch mega lang gelabert, ich wollte mich gar nicht. Ist es halt so, ne? Ja, tschüss. Und du auch? Nee, du nicht. Ich melde mich hier kurz aus dem Voice-Over, weil das Ende war ein bisschen komisch. Ich habe das so zusammengeschnitten und dann hat es nicht so ganz gepasst.
Ja, ich wollte nur noch mal sagen, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ist jetzt vielleicht nicht das krasseste Video. Es ist eher ein langes Video und ich laber einfach so ein bisschen und filme random irgendwie im Gehege was. Und die Qualität des Videos ist auch nicht so, also vom Bild ist nicht so gut, weil ich halt leider kein gutes Handy habe, um das zu filmen. Ja, da tut es mir auf jeden Fall leid. Eben, es ist eher so ein bisschen ein kurzes Erklär-Laber-Video gewesen. Wenn man will, kann man sich das halt anschauen. Muss man da nicht direkt. Ich wollte einfach das halt alles nochmal ein bisschen erklären, wie das so ja, die ersten Wochen mit Yuko waren. Das Video ist jetzt auch schon etwas älter. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ende hier aufnehme, ist Yuko ungefähr 6 Wochen bei mir. Und wo ich das Video aber aufgenommen habe, ist dieses Update, da war es, glaube ich, ungefähr 3 Wochen. Also ist auch wieder etwas Zeit vergangen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, tschüss.